Schnauze verballert und weht, dann wissen wir, wir haben endlich unseren Ruf gekillt. Reicht schlechtes oder skandalöses Benehmen, um eine Schlagzeile bei Bild zu bekommen? Das werden wir heute sehen. Auf jeden Fall sind die Atzen nicht die einzigen Anwärter in dieser Ausgabe. Es geht um Musik. Hallo Ingo. Hallo Stefan, guten Morgen. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6 ins Leben gerufen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wir haben es ja lange angekündigt und umso länger auch noch vorbereitet. Du bist also wirklich gestresst gewesen die letzten Tage. Wir haben gerade die Atzen gehört, die davon mehr oder minder träumen, eine Schlagzeile zu bekommen. Die Openings nähern sich. Alle Musikschaffenden stehen in den Startlöchern, um in dieser Saison abzuräumen. Und wir machen jetzt eine Art Schnellcheck, Ingo. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ganz recht. Den Anfang haben tatsächlich schon die Atzen gemacht, die tatsächlich damit, mit diesem Song, Image heißt der, dass die Möglichkeit haben, ihren ersten Hit seit 12 Jahren wieder zu kreieren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück dabei. Einer meiner Favoriten ist das definitiv. Aber zu den Atzen später noch ein bisschen mehr. Kommen wir jetzt erstmal zum König. Mickey Krause hat wieder seinen Gepflogenheiten gleich zu Beginn der Saison einen Song veröffentlicht. Mehr Promille als IQ heißt er. Hier ist unsere Startnummer Nummer 1. Mehr Promille als IQ. Juhu, juhu. Mehr Promille als IQ. Und immer 2 mehr als du. Okay, soll ich spontan was sagen? Immer gerne. Die Zeile gefällt mir, weil sie auch ein Kern dieser Szene trifft, ein Kern, auch einen Teilbereich unserer Arbeit. Ob ich da musikalisch nun geistig groß vorangekommen bin, das würde ich natürlich in Zweifel ziehen, aber ich vermute, das wird sich auch als roter Faden fortsetzen. Deine Meinung? Also es ist auf jeden Fall ein typischer, humorvoller Mickey Krause, wie man ihn gewohnt ist. Also ein Mickey-Klassiker quasi. Startnummer 2. Hat zum ersten Mal alleine eine Single veröffentlicht. Das ist der Dirk von den Zipfelbuben. Die Zipfelbuben haben sich ja getrennt. Jetzt ist Dirk alleine unterwegs als Zipfelbube. Hier unsere Startnummer Nummer 2. Ich scheiß aufs Liebeslieder. Ich würde lieber wieder. Oh, 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 oh. Also ich habe Liebesleber verstanden. Das Liebes soll auf Mallorca Lieder. Ja auch vorkommen, schon klar. Übrigens, vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht kam dir der Song bekannt vor. Das ist im Original You're the Voice von John Farnham. John Farnham, genau, 80er Jahre. Und wo wir gerade bei den beim Zipfelbuben sind, die Zipfelbuben gibt es immer noch, momentan allerdings auch in einer Solo-Besetzung. Timo ist alleine. Die Zipfelbuben sucht aber in Zukunft 2 neue Mitstreiter. Und hier ist sein Beitrag zur aktuellen Saison. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen in Wodka, Lelelemmen. Schwimmen, 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 den Club am Überschwemmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen in Wodka, Lelelemmen. Hilfe, wir versinken, auftrinken. Also da würde ich im internen Zipfelwettbewerb doch lieber ein kleines, aber feines Stück von der Liebesleber nehmen, vielleicht mit Apfel und Kartoffel. Also das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das ist deine ehrliche Meinung, das ist okay. Ja. Und jetzt werden wir feststellen, bei der Startnummer Nummer 4 auf Montag reimt sich Mozart. Hier ist der Beitrag von Tobi, Startnummer 4. Ich sag ciao, Niveau, wir sehen uns erst am Montag. Denn ich steig mir heute einen Reifi-Mozart. Es ist der erste, wo mir nichts so einfällt. Aber vielleicht denke ich einfach Montag wieder drüber nach. So, jetzt wird das eine ganz harte Aufgabe für dich mit der Startnummer 5. Das ist Sabotage, der sehr wortminimalistisch vorgeht. Bitteschön. Also ja, die Teilnehmer von Loriots Jodelkurs wären neidisch, ja, weil dumm da didel dadel dö oder dadel düdel dö, in die Verlegenheit käme man hier nicht, ja. Also sehr geradlinig würde ich mal positiv hervorheben, was aber auch
das Einzige ist, was ich, glaube ich, positiv hervorheben würde. Start Nummer 6 ist Steffi Landerer. Die hatten wir hier letztes Jahr im Podcast, war gleichzeitig im Playboy und vor 12 Jahren war sie in den Top 10 bei DSDS. Letztes Jahr ihr Comeback versucht im Megapark. In diesem Jahr wird sie wohl in der MK-Arena auftreten, also in der Bierstraße. Und ihr Beitrag zur Saison mit der Startnummer 6 heißt Voll wie ein Schwamm. Also das Spannende, ich erinnere Sie aus unserem Interview als intelligente, flotte junge Frau, die ja auch beruflich schon einiges ausprobiert hat. Die war ja auch, glaube ich, in der Werbebranche, BWLerin, Start-up, sowas. Und das Faszinierende ist, dass man ihr das in diesem Song überhaupt nicht anhört. Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin mal gespannt, ob du aus der Startnummer 7 einen ehemaligen Nummer 1 Titelträger raushörst. Das ist DJ Robin und der hat sich sehr weit weg entfernt begeben vom Ballermann. Seine Nummer heißt Himalaya. Also man muss, fällt mir auch bei dieser Nummer auf, auch mal einen Disclaimer anbringen. Es ist natürlich auch in gewisser Weise unfair, dass wir diese Session hier vollkommen unalkoholisiert machen. Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen so, als würde man im Anzug durch einen FKK-Club laufen. Und insofern, gut, dieser Rhythmus war jetzt ein bisschen gemütlicher, ja. Auf einer großen Beachparty ist das vielleicht mal eine kleine Kontemplation, wie man sagt. Start Nummer 8, das ist Mini Rock, die den Laden besingt, in dem sie auftritt, den Megapark. So, Stefan, auch das war wieder ein Cover. Vielleicht hast du es ja erkennen können. Ja, es kommt mir bekannt vor, aber ich krieg's nicht zu fassen. Hey, Amigo Charlie Brown aus dem Jahre 1975. Ah. Und so bekannt das Lied ist, so unbekannt scheint der Sänger in Deutschland zu sein. Benito Di Paola hättest du wahrscheinlich auch nicht erraten als Originalinterpreten. Nein. Nein, ich kann an dem Song immerhin würdigen, dass junge Leute heutzutage auch noch Ziele haben und sei es einfach nur in den Megapark zu gehen. Da treten übrigens auch Mark Eggers und Easy Glück auf, allerdings nicht gemeinsam, okay. Aber sie haben die Startnummer 9 mit ihrem ersten gemeinsamen Song, der heißt Oberteil. Also das sticht für mich jetzt ein bisschen positiv hervor. Also erstens trifft es ein ganz basales Humorzentrum in mir, ja. Also ein Hirnbereich, der wahrscheinlich eher aus dem, wie nennt sich das, also aus irgendeiner Urzeit unseres Planeten ist. Und ich kann mir vorstellen, dass mit diesem Oberteil und so, dass da auch auf den Tanzflächen einiges passieren wird. Also ich glaube, da werden auch einige T-Shirts oder Blusen fliegen. Das ist zu wünschen und wird später auch nochmal in einer anderen Nummer thematisiert, aber dazu dann später. Jetzt erstmal. Also eine gewisse, wie man neudeutsch sagt, eine gewisse Call to Action in dieser Nummer, ja. Start Nummer 10 kommt jetzt mit Malle Malle, das ist Franzi Blitz. Na, erkennst du es, das Original? Ja, aber ja, ich erkenne es, aber wie gehabt, das ist ein Latino-Hit. Siempre, glaub ich, ne? Siempre von Albano und Italo. Romina Power. Ja, die Italo-Sounds der 80er Jahre, die haben hier auch letztes Jahr schon eingeschlagen am Ballermann und dieser Trend wird jetzt weiter totgeritten, unter anderem mit diesem Beitrag. Ich wollte sagen, das ist hier so, als hätte man einen italienischen Klassiker der Pizzakunst genommen, zu einer Kugel gemacht und einfach ganz platt ausgerollt. Also trifft meinen Geschmack nicht so wirklich. Jetzt Tim Toupet mit der Startnummer 11.
Er singt, ich tippe mal, du wirst was Politisches darin vermuten. Er singt über Ampelsaufen. Hier, bitteschön. Wir saufen Ampel, bis wir blau sind, weil wir am Gras ne geile Sau sind. Wir saufen Ampel, bis wir blau sind, weil wir am Gras ne geile Sau sind. Also Top-Titel für mich. Neben dem von Easy Glück mit dem Oberteil, hier haben wir aktuelle politische Bezüge. Du hast es ganz richtig schon gesehen. Es hat mich beim Dateinamen schon gejuckt, ja, im Frontallappen. Und da, also diese Vermengung von Spaßkultur und aktueller Referenz zum Geschehen im politischen Berlin. Chapeau. Ja, aber so hat's Tim nicht gemeint und er hat sich auch schon online bemüht, diesen Song gerade zu rücken, denn Ampelsaufen gibt es wirklich. Das hat er bei Schäfer Heinrich kennengelernt. Das ist das Rote, das ist der Sangria, das Gelbe ist ein Bier und das Grüne ist der Absinth. Und das säuft man wohl so in schäferlichen Gefilden hintereinander. Ja. Aber da haben wir auch noch den AfD-Bezug und am Ende ja, alle das, blau. Eben, und das ist einfach, das ist der Bezug sowohl beim Saufen als auch bei der Ampel in Berlin, dass da man so lange das auf sich wirken lässt, bis keiner mehr weiß, wo es hin soll. Ja, das ist die Parallele, da kann er einfach nicht raus. Start Nummer 12 war dieses Jahr ebenfalls schon zu Gast bei uns im Podcast. Nancy Frank, die ja den Winter gestaltet hat mit der schnellen Brille. Ihre aktuelle Nummer heißt jetzt Jung sein. Start Nummer 12. Ich will für immer jung sein. Ja, da hätte ich mir doch eher die Brille gewünscht, weil die spielt ja sowohl auf der Tanzfläche als auch zum Beispiel gerade die Brille hat ja auch in Krümel Stadel eine gewisse filmische Karriere gemacht, wie wir uns erinnern. Und insofern, ist jetzt nett, aber die Brille hat mir besser gefallen. Bin mal gespannt, was du vom nächsten Titel erhältst. Der Startnummer 13. Lorenz Büffel und Knossi, beide ebenfalls aus dem Megapark, haben sich zusammen getan und singen was von Modern Talking. Also diese Kombi, das ist natürlich Creme de la Creme trifft Titan. Also ein Erwartungsdruck, um die ich die Beteiligten nicht beneide, liebe Freunde. Midnight Lady an der Bar. Midnight Lady, wir sind da. Midnight Lady, fühlst du das? Unsere Liebe geht durch das. Und tatsächlich, das ist so grauenhaft, dass neben diesen drei Namen, die wir schon genannt haben, eigentlich auch noch ein Stück Stephen King und Dr. Mabuse da drin ist. Ja? Also da ist man schon fast wieder nüchtern, wenn man das. Ich muss mich da übrigens korrigieren. Das ist natürlich nicht von Modern Talking, sondern von Chris Norman. Wurde allerdings produziert von Dieter Bohlen auch irgendwann in den 80ern. Ja. Und Lorenz Büffel und Knossi haben den Song wieder ausgebuddelt. Kommen wir nun zur einzigen Ballermann-Ballade aus unseren insgesamt 26 Titeln. Und da ist auch ein Rapper beteiligt, der ab und zu mal auftritt im Megapark, aber nicht allzu häufig. Echo Fresh, der hat sich mit dem Bierkapitän zusammengetan. Ihr kennt mich alle, ich bin auf Malle. Ihr kennt mich alle mal, ich bin in Arena. Ja, Ballermann in Zeitlupe. Kommt auch vor. Gefällt mir aber ganz gut. Ist ganz schön schön geworden und beruhigt einen auch mal so zwischen diesen ganzen 150 Beats per Minute Dingern, die wir da hören. Und jetzt sind wir schon bei Platz Nummer 15, wenn ich mich richtig erinnere. Der Beitrag zur Fußball-Europameisterschaft von der Lebensgefährtin von Tim Toupet, Carina Krone, die ihn dieses Jahr im Oberbayern präsentieren wird. Geile Bälle, da kann man auch mal klatschen. Das ist Ballermann pur, Bälle, Möpse, hahaha. Und das auch noch als Cover. Dafür gemacht. Vielleicht hast du rausgefunden, was das im Original ist. Das klingt eher wie ein Kinderlied. Da sogar. Sprach der alte Häuptling der Indianer. Okay. Gus Bacchus im Original vor fünf Jahren verstorben. Und Carina lässt das Ganze jetzt nochmal hochleben. Also das ist getreu nach meinem alten Motto, für die es interessiert, ist interessant. So,
Die nächste Dame aus dem Bierkönig, in diesem Fall Carolina, die sich mit einer Art von Ed Sheeran zusammengetan hat für diesen Song. Auf Ex, hau einfach weg, du kannst ihn auch markieren, einfach Ed Sheeran. Da musst du jetzt mal was sagen, ich brauche mal eine Pause. Wie findest du es? Ja, also schwimmt so ein bisschen mit und ich glaube nicht, dass der Song sich in dieser Saison weitgehend durchsetzen wird. Klingt so ein bisschen ehrlich wie alles andere auch, ne? Tut mir leid für Carolina, die ich sehr schätze und die ich für eine der klügsten Personen überhaupt an der Playa de Palma halte. Studierte Mathematikerin, die sich dann allerdings für die Bierkönig-Bühne entschieden hat. Ja, du musst die Scherben dieser Session hier sowieso nachher wieder aufräumen. Ja, du musst mit den Leuten klarkommen. Aber da du eh schon vom organisierten Verbrechen und den Türstehen auf der Flucht bist, wird dir auch das gelingen. Jetzt kommen wir zur Nummer 17. Das 17, ist der Fränker, ein Newcomer, der in der MK-Arena singt mit Mallorca, ich hab dich wieder. Mallorca! Maria ist das Original. Du hast bestimmt den Künstler rausgesucht. Das ist doch Susi Maria. Quattro. Nee, das ist... Nein, das ist ein Mann. Nein, das ist kein Mann, das ist eine Frau. Und zwar ist das eine Italienerin. Heutzutage, meine Damen und Herren, kann man ja sicher alles... Das ist Blondie. Und die ist auch keine Italienerin. Ah. Also Blondie mit Maria ist der Song. Die geballte Inkompetenz hier am Mikrofon. Es ist tatsächlich, man merkt gerade, das Covern ist nach wie vor sehr, sehr beliebt. Und es spart einige Arbeit. Und was wir auch gerade schon gemerkt haben, Comicfiguren. SpongeBob wurde ja schon von Steffi Landerer erwähnt. Und eine nächste Comicfigur, der eine musikalische Widmung zuteil wird, ist Homer Simpson, gesungen von Almklausi und Killer Michel, unsere Startnummer 18. Also man kann sich Homer Simpson durchaus in der Bierstraße vorstellen, das mal vorweg. Also allein das finde ich nett an dem Song, dieses Kopfkino. Aber mehr, glaube ich, fällt mir dazu auch nicht ein. Dann bin ich mal gespannt, was du zu Startnummer 19 sagst. Newcomer dieses Jahr erstmalig auf der Bühne im Bierkönig, auch zum Opening schon. Kings of Günther heißen sie und der Song Im Suff ist es geiler. Also da gibt es von mir schon für Namen und Titel schon Punkte, da bin ich schon, schon auf Temperatur. Aber im Suff, im Suff, im Suff ist es geiler. Im Puff, im Puff, im Puff ist die Laila. Im Suff, im Suff, im Suff ist es geiler. Ja, aber jetzt bei Laila wieder ein paar Punkte mitnehmen, ich weiß nicht. Also es hat lang gedauert, bis jemand da dieses Zitat, also man kann das würdigen, wie ja auch in der Hochkultur, in der echten Literatur, dass man Anleihen nimmt bei wichtigen Figuren, ja. Dieses Ansinnen wollen wir mal honorieren mit einem Nicken, aber hören muss man es, finde ich, trotzdem. Startnummer 20, bekannt geworden vor 2 Jahren durch Der Zug hat keine Bremsen. Das wurde geschrieben von Mala Anja, dann von Lorenz Büffel und Mia Julia adoptiert. Jetzt hat sich Mala Anja mit Mark Eggers zusammengetan, von dem wir ja schon mal was gehört haben. Und der Song heißt Das erste Bier. Das erste Bier um 10:15 schmeckt so geil wie letzte Nacht. Kurz gehext, dann bin ich. Also was man schon mal dran würdigen kann an diesem Potpourri, man kann seinen Urlaub damit natürlich auch strukturieren. Ne? Wir haben jetzt diese Ballade gehabt, die ist zur Ankunft. Dann kann man sagen, hier haben wir einen Song zum ersten Bier. Das kann schon eine Playlist sein, wo man sagt, die bleibt einfach an und passt dann immer. Ne? Also das macht schon Sinn. Platz Nummer 21 haben wir auch gerade schon mal gehört, ganz kurz den Killer Michel. Er hat noch eine Nummer ganz alleine gemacht. Lebenslang am Ballermann heißt sie. Unser Start, Platz 21. Hey, das Funkeln in meinen Augen, sind die Koffer
ganz schön, ne? Platz 22, Alex Engel, dieses Jahr im Oberbayern und in der MK Arena, trifft auf Dragan aus dem Oberbayern. Dragan hat den Zusatz der Autohändler und sie singen über Mama Mallorca. Platz 22. Mama Mallorca. Also wieder ein bisschen Italien, wieder ein bisschen Retro, wieder wenig, was hängen bleibt, wenn man leider ehrlich ist. Ja, wir haben ja auch nur den Refrain gehört. Das ist natürlich auch gemein gegenüber all den Liedern, dass wir nur 10 bis 20 Sekunden spielen. Also man das Ganze bewerten, nachdem man es in voller Länge gehört hat. Aber du hast schon mit deinem Rundumschlag da relativ recht. 23 war ist Startnummer 23. War der Newcomer vor 2 Jahren, das war Julian Sommer und in dieser Saison bringt er wieder einen Titel mit. Ich gehe davon aus, dass er in dieser Saison im Bierkönig singen wird, aber Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hat er noch keinen Vertrag und ist auch noch nicht angekündigt beim Opening. Falls sich da noch was ändern sollte, geben wir natürlich sofort Bescheid. Und wir haben vorhin schon über nackte Oberkörper auf der Tanzfläche geredet und Julian fasst das in einem Titel zusammen, oben ohne Startnummer 23. Bin schon wieder voll und wieder keine Kohle, doch alles scheißegal, denn sie tanzt oben ohne. Ich bin schon wieder voll, weiß nicht mehr, wo ich wohne, doch alles scheißegal, denn sie tanzt oben ohne. Also man kann hier auch feststellen, es gibt eine Art Ballermann-Gefühl, finde ich auch, dass man auf Englisch ein bisschen desperate nennen würde. Desperat, also die Outsider, man fühlt sich abgebrannt, pleite, betrunken, aber man macht immer weiter. Man ist eigentlich der Held in seinem eigenen Spielfilm, ja. Man wacht vielleicht auf und weiß nicht mehr ganz, wer man ist, aber man spürt, man ist wichtig, ja. Und da kann einem dieser Song vielleicht auch bei helfen. Das ist ein sehr durchgehendes Gefühl, finde ich. Also ich habe das Gefühl, seit bestimmt 10 Jahren niemanden mehr oben ohne in irgendeiner Diskothek am Ballermann gesehen zu haben. Von daher würde ich sagen, vollkommen unrealistisch, was der Julian Sommer da singt. Wobei ich gehe ja mittlerweile auch immer so um 2-3 Uhr spätestens nach Hause. Wer weiß, was dann danach passiert. Aber dafür musst du dir manchmal, weil du kurze Hosen anhast, lange Hosen kaufen. Ja? Also Blößen gibt es ja durchaus noch im Nachtleben. Ja? Platz 24, im letzten Jahr durchgestartet, David Dichter und Inki Niki, das sind beides Ballermann-Fans, eingefleischte Bierkönig-Gänger und jetzt starten sie in die zweite Saison mit Scheiß auf Moe. Scheiß auf Moe. Eine gewisse Spirituosen-Poesie, die natürlich auch zielgruppengerecht ist. Ich frage mich mittlerweile, wie, und wer weiß, vielleicht probieren wir das in einem Jahr notgedrungen schon aus, wie eigentlich eine Ballermann-Hitbeschallung durch KI sich anhören würde. Ich fürchte, nicht viel anders. Aber das ist nur so ein Verdacht. So, wir sind jetzt fast am Ende. Platz Finale 25. Recht unbekannte Herrschaften, denen wir diesen Platz zur Verfügung stellen. Captain Balleton und Prinz Playa singen über auch über Alkohol. Bier macht klug. Bier macht schön. Bier macht klug ist das, was wir in der Schule gelernt haben, ist ein Paradoxon. Also ist quasi Musik für ein Ballparadox, wenn man so möchte. Okay, ich dachte, das würdest du jetzt noch ein bisschen ausbreiten und mir erklären, was das genau bedeutet. Also man könnte auch mal kritisch würdigen, aber das wäre, sagen wir, zu vernünftig. Ja. Also ob dieser ganze, liebe Hörer, ja, wollt ihr wirklich so viel trinken? Ja. Ist es wirklich schlau? Ist es schlau? Macht es schlau? Ich glaube nein, aber so ist es eben. So, und jetzt mein Ende und mein momentan persönlicher Favorit, den wir eingangs auch schon mal gehört haben, weil sie hoffen, durch skandalöses Benehmen mal in der Bild-Zeitung zu erscheinen.
Die Atzen mit Image, ein gar kein typischer Ballermann-Song, sondern mal wieder so ein richtig typischer Atzen-Song. Und das ist unsere Startnummer 26. Komm schon heute, zerstören wir unseren Ruf, yeah. Weil unser Ruf ist eh noch viel zu gut, yeah. Machen den einen oder anderen Asimov. Heute Abend zerstören wir unser Image. Also, liebe Freunde, das ist, also erstmal danke für die ganze Vorbereitung, Ingo. Man merkt auch, dass du mal studiert hast, ja. Also diese Systematik und so, das ist schon, also Hut ab. Also es fällt mir schwer. Erstens hast du zu Recht schon angemerkt, wir haben jetzt sogenannte Hooks gehört, also wirklich minimalste Ausschnitte. Trotzdem glaube ich, am Ende der vorigen Ausgabe hatten wir auch schon einen Medley. Man hat jetzt ein Gefühl für die Saison. Und die Frage ist, was ist das für ein Gefühl? Naja, ein sehr alkoholträchtiges Gefühl ist es. Ich erinnere mich noch an das Jahr 2022, wo der Megapark angekündigt hat, die ganzen Suffsänger sollen weg und die sollen auch nicht mehr über Alkohol singen. Hier singen zwei Drittel über Alkohol. Solche Regelungen oder solche Einfälle sind dann auch ganz schnell wieder vergessen, wie keine Biersongs mehr, denn der Ballermann funktioniert halt mit solchen Alkoholsongs. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei allen entschuldigen, die hier nicht berücksichtigt wurden. Das liegt daran, dass ihr mir eventuell eure Lieder nicht zur Verfügung gestellt habt oder eure Manager oder eure Produzenten oder diese Songs noch gar nicht veröffentlicht worden sind. Also das war jetzt tatsächlich nur ein kleiner Ausschnitt. Und ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher, ob sich der Ballermann-Hit des Jahres darunter befindet. Ja. Aber die Saison fängt ja jetzt auch gerade erst an. Warten wir es also mal ab. Also mal Spaß und Lästern beiseite. Natürlich ist es alles Spaßmusik. Das müssen wir hier gar nicht überbewerten oder überkritisch rangehen. Aber wenn ich das mit der letzten Saison vergleiche, fehlt jetzt allein aus der Kombi originelle Melodie und witziger Text jetzt ein Match, finde ich. Also da sind nette Sachen bei, man kann damit prima einen Abend verbringen, man merkt, da sind absolute Profis am Werk, aber ich würde auch sagen, wir sind jederzeit offen noch für den Hit 2024, weil in meinem Ohr war der noch nicht dabei. So sehe ich das tatsächlich auch. Also Mickey ist, glaube ich, durchaus vorne mit seinem IQ-Song. Mhm. Wie die Atzen sich entwickeln werden, wird man sehen, aber das sind so momentan meine Lieblingslieder aus dieser Playlist. Wenn ihr jetzt noch mehr Appetit auf die Openings bekommen habt, als ihr schon hattet, gibt es jetzt noch mal das kurze Update, Ingo, was wir in den nächsten Tagen vorhaben mit euch. Naja, erstmal wirst du in Deckung gehen und das normale Leben in Deutschland genießen. Ich werde mich ins Getümmel stürzen. Ab Mittwoch werde ich dann an der Playa de Palma sein. Und am Montag, also einen Tag nach dem Ende des ersten Openings, nämlich dem Bierkönig-Opening, werden wir hier Bericht erstatten und uns dann auch langsam vorbereiten auf das Megapark-Opening. Und dazu ist auch noch was zu sagen. Bild.de wird das Megapark-Opening nämlich live übertragen, aller Voraussicht nach 12 Stunden lang. Und zwar am Opening Sonntag, das ist der 28.04. Ich darf da mitmoderieren. An meiner Seite Celine Behringer, die sehr geschätzte Kollegin aus der Axel Springer Zentrale in Berlin. Und außerdem wird Knossi auch noch Teile dieser Moderation übernehmen. Das also am 28.04. zum Red Carpet Opening des Megapark. Also was die WM dem Sportreporter, die Bundestagswahl dem Politikkorrespondenten, ist jetzt für Ingo quasi Hauptsaison die edelsten, anstrengendsten, verrücktesten Tage mit des Jahres. So ist es in der Tat. Was für ein schöner Vergleich. Ich finde auch, als Ballermann-Reporter braucht man mal so eine gewisse Aufwertung. Meine Mutter hat immer gesagt, mach doch was Vernünftiges, Politikjournalismus oder so. Ja, das ist mir dann tatsächlich nicht gelungen und ich friste hier mein Dasein, was immerhin von dir anerkannt wird. Danke dafür. Ja, das ist der inklusive Ansatz hier, ja. Du bist anders, aber gut. Danke, Schatz. Viel Spaß, Ingo. Ich freue mich aufs nächste Mal.